Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf der Aktionär TV. Wir wollen heute einen Blick auf den Devisenmarkt werfen. In Fokus nehmen wir dafür die EZB-Politik und das Währungspaar Euro-US-Dollar. Zu Gast habe ich heute Antje Prifke von der Commerzbank. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke, guten Tag. Ja, wir haben Sie eingeladen, um mit Ihnen auf die EZB-Maßnahmen zu gucken. Der Leitzins soll im Juli ja auf 0,25 Prozentpunkte erhöht werden. Wie bewerten Sie diesen Schritt und welche Auswirkungen sehen wir auf den Euro? Es hat sehr lange gedauert, bis die EZB agiert. Die Inflation stieg und stieg. Die EZB schien im Vergleich zu anderen Zentralbanken sehr zögerlich, was erstmal dem Euro nicht so gut getan hat. Jetzt hat sie sich doch aus dem Fenster gelehnt, möchte im Juli erhöhen um 25 Basispunkte. Im September signalisiert sie auch nochmal einen Zinsschritt, möglicherweise sogar mehr als 25 Basispunkte. Das stabilisiert den Euro zumindest, das muss man sagen. Also es ist schon eine gewisse Unterstützung für den Euro. Wir haben ja heute einen Eurokurs ungefähr von 1,05 und Sie haben es gerade gesagt, der Euro stabilisiert sich. Ich erinnere mich, im vergangenen Winter hatten wir im Vergleich zum US-Dollar den Euro bei 1,13 und da haben die großen Wirtschaftszeitungen alle getitelt, Euro unter Druck. Also wie erklären Sie sich diese Entwicklung, was ist passiert und spricht das für einen Wertverfall bei der europäischen Gemeinschaftswährung? Naja, eine gewisse schwächere Notierung ist natürlich immer ein gewisser Wertverfall, aber so weit möchte ich nicht gehen, zu sagen, ein richtiger Wertverfall. Man darf nicht immer nur die eine Seite, die Euro-Seite, betrachten, man muss natürlich auch die andere Seite betrachten, die Dollar-Seite. Und hier hat sich doch seit Herbst einiges getan. Und zwar hat die Notenbank in den USA den Leitzins massiv nach oben gerissen. Sie hat 75 Basispunkte schon gemacht, davor auch noch 50 Basispunkte, signalisiert Schritte, die in ähnlicher Form kommen werden, möglicherweise das nächste Mal auch noch mal 75 Basispunkte. Also hat sich sehr viel auf der Zinsseite getan. Es war zwar absehbar, dass die Fed etwas macht, aber dass sie so stark gegen, so schnell gegen die Inflation angeht, das war damals noch nicht absehbar. Und das hat natürlich dem Dollar deutlich Aufwind gegeben gegenüber dem Euro. Also würde ich hier, ich sag mal, nicht unbedingt von einer ausgeprägten Euro-Schwäche sprechen, sondern eher von einer Stärke des Dollar. Und Sie haben gerade die Inflation angesprochen. Also die Fed hat den Leitzins schon kräftig angehoben und die EZB zieht ja jetzt nach mit der Leitzinserhöhung ab Juli. Denken Sie, diese Maßnahmen können auch die hohe Inflation eindämmen? Was denken Sie, wie geht die Reise da weiter? Klar ist, dass bei solch hohen Inflationsraten die Notenbanken irgendwann agieren müssen. Wir wissen aus den ersten Ölkrisen, dass letzten Endes gegen hohe Inflation immer nur hohe Zinsen helfen. Das ist natürlich sehr schwierig abzuwägen für die Zentralbanken, denn wenn ich die Zinsen anhebe, habe ich einen gewissen dämpfenden Effekt natürlich auf die Wirtschaft. 8% Inflation ist eine Hausnummer. Wenn ich jetzt, ich sage mal, den Leitzins in der Eurozone vielleicht sogar auf 1,5 oder 2% anheme. Bei 8% Inflation ist das immer noch ein sogenannter negativer Realzins. Ich habe eigentlich immer noch etwas mehr Wertverlust bei meiner Kaufkraft, als ich durch die Zinsen kompensieren kann. Allerdings müssen wir davon ausgehen, dass die Inflation, ich sage mal, in zwei Faktoren aufgeteilt werden kann. Das eine sind die zyklischen Faktoren, das ist die Nachfrage, Angebot und so weiter und so fort. Und das andere sind strukturelle Faktoren. Und strukturelle Faktoren sind beispielsweise Löhne, sind beispielsweise auch Transportkosten. Also es gibt gewisse strukturelle Faktoren, die dafür sorgen, dass die Inflation, ich sag mal, erhöht bleibt. Sie wird definitiv absinken, denn allein statistisch, überlegen Sie sich, wenn ich einen Preis habe, der nicht mehr weiter steigt im Vergleich zum nächsten Jahr, sondern gleich bleibt, habe ich ja keine Steigerung mehr in der Inflationsrate. Aber gewisse Faktoren werden bleiben, Dienstleistungen werden ihre Preise erhöhen, die werden bleiben. Also insofern kann man sagen, ja, zum einen senken natürlich die Aktionen der Zentralbanken die Inflation, zum anderen haben wir rein statistisch sicherlich einen Effekt, der dahingehend wirkt, dass wir schwächere Inflationsraten sehen. Aber wir müssen uns in Zukunft an, ich sag mal, etwas erhöhte Inflationsraten vermutlich gewöhnen. Also die Zeiten von 0, 0,5 oder 1% Inflation, die sind vorbei. Frau Prifke, was denken Sie, was ist Ihr kurzfristiges Ziel für das Währungspaar Euro-US-Dollar? Also es ist sehr schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, Ziele zu setzen in den Währungen, egal welche Währung. Ganz kurzfristig würde ich sagen, solange die Fed stärker agiert als die EZB, ist eher mit einem stärkeren Dollar zu rechnen. Auch solange die Sorgen am Markt im Moment so hoch sind, ist der Dollar eher als sicherer Hafen gefragt. Insofern gehe ich davon aus, dass zumindest, ich sage mal, wir eine Stabilisierung in Euro-Dollar sehen, aber jetzt nicht unbedingt sofort einen stärkeren Euro, sondern die Tendenz so ein bisschen zum stärkeren Dollar vermutlich erst noch mal überwiegt, ganz kurzfristig. Und welche Währungen sind außerdem gerade spannend?
Ja, spannend sind zum Beispiel die ganzen Rohstoffwährungen. Leider ist da zu sehen, dass das Währungen sind, die eigentlich auch sehr risikoavers oder affin sind. Das heißt, wenn die Risikoaversion am Markt steigt, dann fallen sie sehr schnell und steigen, wenn der Markt wieder so ein bisschen freundlicher und ein bisschen positiver agiert. Allerdings ist natürlich auch zu sehen, beispielsweise im australischen Dollar, hier haben wir einen sehr starken Verfall der Eisenerzpreise gesehen in den letzten Tagen. Und das drückt natürlich auf diese Währung. Gleiches würde beispielsweise für die norwegische Krone gelten. Sehen wir dort einen Verfall im Ölpreis, sollte der irgendwann kommen, wird auch das auf die norwegische Krone drücken. Also da muss man immer zum einen natürlich auf die Geldpolitik der Notenbanken achten, aber zum anderen auch auf das Marktsentiment und die unterliegende Tendenz bei den Rohstoffpreisen. Denken Sie denn, oder gibt es in den nächsten Tagen, Wochen irgendwelche Termine, die auch noch auf den Devisenmarkt Einfluss nehmen könnten? Also sehr wichtig ist meines Erachtens die EZB-Sitzung. Im Juli vor allen Dingen, was signalisiert sie da ganz konkret? Sie hatte ja vor kurzem sogar eine außerordentliche Sitzung. Hier wurde klar, ja, ich muss gegen die Inflation vorgehen. Das hat sie sehr klar auf ihrer letzten Sitzung festgestellt, dass sie auch auf der nächsten Sitzung dann wirklich den Zins anheben wird. Aber das Problem ist immer noch, dass die sogenannten Spreads, also die unterschiedlichen langfristigen Zinsen in der Eurozone, sehr stark differieren. Die italienischen Zinsen beispielsweise sind sehr stark gestiegen und das besorgt die EZB. Deswegen ist hier immer noch zu sehen, was signalisiert sie da? Und das wird spannend auf der Juli-Sitzung. Abschlussfrage und immer sehr interessant für unsere Zuschauer. Welche Währungen sind denn aktuell sichere Häfen? Wie sieht ein gut strukturiertes Devisenportfolio aus? Ja, was man eigentlich im Moment leider nur sehr sicher sagen kann, ist, dass die Volatilität an den Devisenmärkten hoch bleiben wird. Welche Zentralbank macht was, wie wann, welche sagt was, wie sind die Datenveröffentlichungen? Denn vergessen Sie eins nicht, wenn eine Zentralbank die Zinsen sehr stark steigt, steigt auch die Sorge, dass irgendwann eine Rezession kommen könnte. Und das ist so das Problem, gerade beim Dollar. Im Moment ist er sicherer Hafen, aber macht die Fed zu viel, zu schnell, können auch schnell wieder Ängste im Markt auftreten, dass eine Rezession kommt, dann fällt der Dollar. Aber ich würde generell sagen, sichere Häfen sind in erster Linie auch wieder der Schweizer Franken und der Dollar. Den Yen nehme ich im Moment raus, weil die Zentralbank in Japan hat gesagt, sie bleibt expansiv. Sie ist die einzige Zentralbank, die wirklich noch massiv auf die expansive Tube drückt und auch sagt, sie macht zur Not noch mehr. Und das ist so ein großer Unterschied im Vergleich zu allen anderen Zentralbanken, egal wie schnell sie agieren. Die anderen gehen alle in die andere Richtung, weswegen der Yen unter Druck ist. Und da würde ich auch nicht mehr das Argument sicherer Hafen sehen. Das ist zu schwach gegenüber dem geldpolitischen Argument. Antje Priefke, vielen herzlichen Dank für das Interview. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem Gespräch mit der Devisenexpertin von der Commerzbank und bis zum nächsten Mal.